Hallöchen zusammen, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Bus Simulator 2012. Wir sind hier mal wieder in Freifurt unterwegs und fahren nochmal mit dem Citaro Facelift G eine neue Linie. Und zwar, wir sind ja hier in der letzten Aufnahme in Freifurt am Bahnhof angekommen und ich habe mir gedacht, ja, das Wetter ist eigentlich ganz schick. Wird immer ein bisschen dunkler und ich habe den Bus mal ganz kurz umlackiert. Hab natürlich immer Lack in der... Also habe ich immer dabei. Klar, natürlich. Ist logisch. Ja, auf jeden Fall steht der Bus hier noch. Die Fahrgäste sind auch noch drin. Die kriegen wir, glaube ich, auch nie wieder raus. Aber gut, ne, so ist es halt. Man kann auch irgendwas umstellen. Ich habe mit Kurs... Irgendwie wenn man da... Ja, das kann man irgendwie schon umstellen. Ne? Man kann jetzt die Anrichtung... Ist ja egal. Wir versuchen jetzt mal eine neue Linie raus. Und ja, ne, dann müssen wir jetzt zurück den Fahrplan. Und zwar, ich habe ja schon was ausgesucht... Fährt nämlich auch hier vom Bahnhof los und geht doch eine ganz gute Strecke. Da sind wir nämlich auch gar nicht lang gekommen. Ja, das wäre der M53er, den wählen wir aus. Merken müssen uns wahrscheinlich nur 531 und ein, hoffe ich mal. Heißt, wenn wir das jetzt umstellen, Linie 531. Ja, ich kann auch immer nicht nur ein Zeichen ändern, das ist klar. Muss immer dann sofort alles neu eingeben. 531 Linie Richtung 1. So, hat er verstanden. Das ist ja super, ist das. Gucken wir mal da vorne, ne? M53, Menzinger Höhe, Hohenberger Straße. Was sagt denn hier der Uhrzeit? 17.15 Uhr ist Abfahrt. Ja. So, wir können einfach mal vor. Achso, der war schon auf. Gut. Der Gang war schon drin. Bin ja mal gespannt, ob die dann irgendwie trotzdem jetzt einsteigen. Ich mach's einfach nur mal vorne auf, weil hinten ist ja eh jetzt... Steig auf hier vorne ein, ne? Ja, ihr könnt gerne umsteigen zum Fern- und Regionalverkehr. Wenn ihr nicht mit wollt, dann wollt ihr natürlich mit einer anderen Linie mit. Das wird schon so... Ja, es wird schon so stimmen. Ganz hinten können wir ja auch mal aufmachen. Warum steigen die vorne ein, wenn ich hinten aufmache? Also die Programmlogik muss mir noch einer, die muss mir tatsächlich einer erklären, die verstehe ich, es tut mir leid. Ich programmiere jetzt auch schon ein paar Jahre vor mich her, so ein bisschen. Aber das verstehe ich nicht, das ist mir ein bisschen, das ist zu weit hergeholt. Das ist wie Babysong, den verstehe ich auch nicht. Ja, ist bestimmt jetzt voll interessant, dass wir jetzt drüber reden, das ist schon so lang her, ich weiß. Aber... Gerade zur Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch aktuell. Jetzt habe ich das voll gespoilert. Hi. Guten Tag. Fahrschein? Nee, gut. Ich würde sagen, also wir können mal wieder bei 1 losfahren ungefähr. Ich kann ja die Fahrgäste vielleicht nochmal ganz nett darauf hinweisen, dass sie sich vielleicht bis aus dem Türbereich entfernen. So, okay, schön original mit den, Luftschlitzen. Super. Aber ihr wollt da nicht weg. Nee. Gut, ne? Aber der Rest der... Passt ja ganz gut in den Bus, das ist ja kein Problem. Was ja das erste Mal hat es ja noch funktioniert, dass alle ausgestiegen sind, aber jetzt hier das weitere Mal irgendwie nicht. Bis? Dass du nur Bargeld hast, das ist mir klar. Könnt ihr mal ganz kurz deinen Studentenausweis sehen? Nicht? Dann nicht. Stutt. 2. 0, 0. Oh, ihr sparen grandiose 20 Cent beim Kauf dieses Tickets. Das ist super. 20 Euro zurückgeben. Mann, der fehlt nachher was in der Kasse abends. Das muss ja auch nicht sein. So. Hinten schon mal zu. Also wie gesagt, wir haben jetzt einfach, wir haben einfach jetzt eine technische Türstörung an Tür 2, ne? Das ist einfach so. Da kannst du jetzt nichts machen. Aber es ist, warte mal, man kann doch auch das Sonnenrollo bedienen. Huhuhu. Das wird aber echt dunkler, gell? Schick, schick. Ist noch jemand da? Ne, ist keiner mehr, der damit möchte. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich die letzte Fahrt des heutigen Tages antreten. Schwandorfer Straße, genau. Das heißt, wir können jetzt aber auch erstmal ein bisschen am Anfang gemütlicher fahren. Ja, ne? Aber ansonsten, ich habe mir meine Repaints ein bisschen durchgeschaut. Und der Großteil ist halt, ja, auch aufgrund der ein bisschen, des etwas geringeren Schwierigkeitsgrades, sowas herzustellen, sind einfach diese... Grundrepaints als Werberepaints. Also das sind einfach Werbung drüber geklatscht von allem möglichen.
im Idealfall von eigenen Produkten, wie dem Kehrmaschinen-Simulator oder was war das noch? Von Astragon, glaube ich, war auch Werbung dabei und irgendwas war doch da noch. Genau, Citybus-Simulator. Also zumindest dieses Graffiti von dem Citybus-Simulator. Ja, ne? Also das sind ungefähr so die Sachen, die wir hier zur Auswahl haben. Das heißt, die könnte man natürlich immer, wenn wir mal Lust haben, natürlich alle durchschauen. Wir können es aber auch bleiben lassen. Ich darf hier nur diese Dinger da nicht mitnehmen. Muss trotzdem schauen, dass ich weit außen fahre. Aber wenn man so ein bisschen fährt, dann geht das. So, Tag, Kollege. Aber ja, was ich ehrlich sagen muss, was ich immer noch echt ganz geil finde, ist diese Art zu texturieren hier. Also das mit dem Dashboard, das sieht gut aus. Was sagt der mit dem Aussteigen? Heißt aber, wir können aber die zweite Tür dafür aufmachen. Na, aussteigen könnt ihr da ja vielleicht. Vielleicht. Nee, da gehst du auf jeden Fall nicht rein. Sie können gerne überall einsteigen, meine Dame, aber Tür 2 ist kaputt. Ich steige tatsächlich ein. Gut. Warum ist hier vorne der Motor eigentlich laut? Ich frag nicht. Warum ist vor der Front der Motor so laut? Warum ist der Rand vom Käse schon wieder hart? Und warum ist der Hamster gestorben? Warum können wir nicht auf Bären zur Arbeit reiten? Und warum ist der Nachbar so laut? Boah, ich kann fast so gut singen wie Bibi. Oh, ist das super. Jo, das ist mein Lieblingslied. Mein Beileid. Nee, Quatsch. Aber ich liebe das ja gerade zu der Zeit, obwohl das so schön aktuell ist. Deswegen ist mir das gerade noch so ein bisschen ist mir das gerade noch so ein bisschen im Kopf aktuell. Ja, und fühlt sich staus, ne? Ich mach mal so, dass wir ein bisschen 20 Grad sparen. Guten Tag. Tag. Aber vorne steigen die ja ganz gut ein. Die wollen nicht mit. Mit, nicht mit, mit, nicht mit, nicht mit. Gut, dann fahr ich. Ach ja. Aber was man echt dazu sagen muss, also was es wirklich hat, das ist irgendwie so dieses ekelhafte Ohrwurmpotenzial. Also es gibt ja so Ohrwürmer, die sind irgendwie ganz angenehm. Also es gibt nervige Ohrwürmer, wo du halt dich zum einen den ganzen Tag auf nichts mehr anderes konzentrieren kannst. Das ist ein nerviger Ohrwurm. Dann gibt's aber, zumindest geht's mir so, dann gibt's so Ohrwürmer, die finde ich eigentlich voll cool. Und zwar, wenn du mal voll schlecht drauf bist, wegen irgendwas, irgendwas Blödes passiert ist oder weil du einfach irgendwie schlecht drauf bist, passiert häufiger mal. dann gibt es so Ohrwürmer, finde ich, die machen dir so instant mega gute Laune. Ich weiß nicht, also ich habe für so ein paar Lieder, wo ich, also zum einen habe ich die halt auch auf dem Smartphone, die man halt bewerft dann anhören kann, aber ansonsten, hat man die halt auch im Ohr und dann kann man sich hersummen und dann ist das super. Also es gibt ja nicht nur schlechte Ohrwürmer. Allerdings finde ich, ist das so ein Lied, das bleibt dir im Ohr und das nervt dich. Wer der mit? Das nervt dich nicht, weil es vielleicht, keine Ahnung, es nervt halt aus dem. Es ist einfach nervig. Und keine Ahnung, ich hab mir, ihr habt aber keine Vorfahrt, das wisst ihr schon. Es ist ihm egal. Ich habe mir natürlich auch so ein paar Videos über das Lied angeschaut, was auch ganz interessant ist. Und ganz interessant fand ich halt die Tatsache, dass wirklich, der hat da drei Beispiele gezeigt. Und so drei andere Lieder. Und das, was sie da gesungen hat, das könnte wirklich eins zu eins ein zusammengesetztes Lied aus diesen drei verschiedenen Dingern sein. Also so eine Hintergrundmelodie aus so einem, diese YouTube-Hintergrundgedudelmusik. Dann so ein Kinderlied als Melodie drüber. Und das dritte ist dann halt einfach der Gesang oder die Art von dem Lied wie, boah, war das nicht Colby Calais oder sowas? Ich habe keine Ahnung. ZOB, da waren wir auch noch nicht. Aber auf jeden Fall ist das voll, also super. Das können wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen da von der anderen Seite rein. Sagt mir das Ding, glaube ich, eindeutig. Glaube ich. Ja, da ist eh keine Einfahrt. Okay, ich habe verstanden. Ja, und den ganzen anderen Scheiß haben sich schon so viele drüber ausgelassen. Wegen, dass man so nicht mit seiner Zielgruppe umgeht, mit den Kindern und verarschen und vortäuschen von Knappheit, von der Verfügbarkeit und ach, was da nicht alles war, aber das
Muss alles gar nicht mehr Thema sein. Ich meine, ich finde sie eh super sympathisch. ja, ne, das ist eh auf jeden Fall die Art YouTuberin, die ich super finde. Also das ist gar keine Frage. Von dem her. Das können wir mal gucken. Also wir haben jetzt seit 23 und 27 ist das im ZOB wieder Abfahrt. Heißt ja eigentlich, dass wir jetzt, ja, dass das noch ein bisschen Zeit braucht. Denke ich mal. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen vorwärts. War ganz cooles. Ach, Leute. Weil der darüber läuft, hältst du da? Ja, okay. Ja, klar. Aber jetzt hat er es aber eilig. Ich kann als Bus da nicht so schnell rum, ne? Ich muss da auf meine Fahrgäste achten. Bei den Umwege bei dem Bahnhof, ja, das wird schon. Na, hat seine Berechtigung. Da hat durchaus seine Berechtigung, finde ich. Mal ein bisschen hier auf die Tube treten. Ja, wobei, verspätungsmäßig sagt er ja gar nichts mehr. Das heißt, das sollte man eigentlich. Sollte mal im Rahmen sein. Sodele, ZOB Freifurt, wunderbar. Sehr schön ist das. Wenn wir denn da reinkommen würden, dann wäre das noch ein bisschen schöner, aber. Warum wartet ihr? Wartet doch lieber mal vor der Kreuzung, wenn ihr mir was Gutes tun wollt. Könnt ihr gerne vor der Kreuzung warten. Habe ich kein Problem damit. Aber hier ist. Ah, es ist ein bisschen schwierig. Tut mir leid. So, jetzt müssen wir hier einmal hoch. Oh, das habe ich schon mal in dem Video gesehen. Ich erinnere mich dran. Der ZOB, der ist mir. Das ist mir ein Begriff. Wenn wir schön von einer Seite anfahrbar, das ist super. Dann müssen wir nur schauen, wir halten da vorne irgendwo. Ach, natürlich am letzten. Ja, klar. Ja, warum denn auch nicht? Das allerletzte Druckgaschen. Judele. Vorne hinten auf, mit dieser Türstörung. Gelle. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Kommt man eigentlich da links rum oder nicht? Was ist denn das überhaupt? Was ist denn das da links? Führt uns das nicht auch dahin, wo wir hin wollen? Wir schauen mal da einfach mal lang. Klappt bestimmt. Hey, sieht doch gut aus. Kommen wir doch auch wieder zurück. Ich verstehe nicht, warum wir da außen rumfahren müssen und warum das hier nicht eingezeichnet ist. Naja, es wird schon stimmen. Ich habe das ja nicht programmiert. Der Carsten hat auch die Karte nicht gebaut. Das heißt, wie tief sind, kann man es hier, glaube ich, nicht erwarten. Ja, da ist auch frei. Hä, da ist auch keine Einfahrtssperre. Das heißt, ich darf in die Richtung raus. Das war ja mein erster Verdacht, dass wir in die Richtung nicht raus dürfen. Wegen Dings und so. Also wegen Einbahnstraße. Aber das ist ja auch nicht der Grund. Ja, dann muss ich sagen, dann habe ich keine Ahnung. Ja, was ich halt, ne? Was macht er hier? Hat ein Becherscher, du bist ein Kollege, danke schön. Guten Tag. Einmal nochmal einen Fahrschein, bitte. Genau. So, ansonsten müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht allzu schnell da rumfahren. Ist aber keiner. Nee, der steht da nur rum. Ich glaube, jetzt ist langsam auch die Zeit, wo wir dann. Ah, da ist ein Blitzer. Haha, den habe ich schon gesehen. Jetzt ist dann langsam die Zeit, wo wir dann gleich das Licht vielleicht mal anmachen sollten. Weil er doch ein bisschen dunkel wird, ne? Aber was ich auf jeden Fall dann in der nächsten und dann vermutlich mal letzten Aufnahme auch noch machen werde, ist vor diesem Bus hier anhalten. M11. Ist der schon als Unfallwagen deklariert oder noch nicht? Ja, jetzt ist der zumindest. Oh, Depp. Muss ich jetzt im Armblinker anmachen, damit ihr nicht reinfahrt. Das hört sich zumindest mal an wie ein Citaro. Ich glaube, der Einzige, der hier offiziell als Unfallwagen deklariert ist, das ist der nette Kollege hier. Ich deklariere gerade nochmal was anderes als Unfallwagen. Können wir den vielleicht in den Bus schieben? Ich lasse es mal besser. Alter, also das Gelenk ist ja schon, ja, mutig. Wollt ihr mit? Ja, nicht zweite Tür, wenn dann vorne oder hinten. So, 3, 2, 1, 2, despawn. Jetzt fährt er weiter. Sein Ernst?